Ja, liebe Akteurinnen und Akteure von NFDI und gewissermaßen vormals GF Bio, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich freue mich, dass ich dieses Grußwort heute halten darf. Ich denke mal, das hat zwei Gründe. Zum einen war ich selber ein Stück weit in GF Bio involviert und ich trage so ein bisschen zum Lokalkolorit bei. Als Sprecher dieses Konsortiums, wir haben es gerade von Georg Teutsch gehört, vertrete ich eine große Gruppe von Forscherinnen und Forschern hier in Mitteldeutschland, die das wirklich große Glück gehabt hatten, sich mit einem DFG-Forschungszentrum zu strukturieren und zu entwickeln, gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland und der ganzen Welt. Das ist wirklich eine tolle Erfahrung. Wir haben da sehr viel gelernt, auch über Biodiversitätsdaten selbstverständlich. Wir haben es gerade gehört, es gibt uns, wir sind vielleicht, wenn man alles zusammenzählt, grob geschätzt, in Mitteldeutschland so um die 800, vielleicht bis 1000 Menschen, die an Biodiversität forschen an den verschiedenen Standorten. Die sind alle sehr fleißig, die sammeln Daten. Nicht wenige von denen sammeln und synthetisieren auch Daten. Die TRI-Datenbank ist vielleicht der einen oder dem anderen bekannt. S-Plot für Vegetationsdaten oder S-Mon für Monitoring-Daten. Es gibt da etliches. Wir wissen also um die Chancen und die Möglichkeiten, die man mit Daten hat, aber wir kennen natürlich auch die Probleme des Datenmanagements und vielleicht nur am Rande erwähnt, die Probleme sind meistens nicht technischer Natur. Überall in Deutschland passiert Ähnliches. Es wird mit Daten gearbeitet. Denkt man nur an GLONAF, Konstanz oder die GIF-Datenbank in Göttingen oder BEXIS-Datenbank, die im Rahmen der Biodiversitätsexploratorien entstanden ist und jetzt auch FEDA, die Forschungsinitiative zum Erhalt der Artenvielfalt von Senckenberg aus mit vielen Partnern. Da wird viel gesammelt und natürlich am Ende auch intellektuell verdaut. Und jetzt könnte man sich ja denken, na ja, so ist es halt im Jahre 2021, so macht man das heute. Ich will eigentlich den Punkt machen, dass es nicht selbstverständlich ist. Ich habe so ein bisschen die Anfänge von GF Bio mitbekommen und ich erinnere mich auch an Gesprächsrunden, die ich nicht als einfach empfunden habe. Da musste man sich sehr zusammenraufen damals, viele Disziplinen, dann die Domänen, die Informatik und ich würde auch mal sagen, der Resolutheit von Frau Schönwitz von der DFG ist es wohl durchaus auch zu verdanken, dass das damals keinen frühen Tod gestorben ist. Das war toll, das hat geklappt und weiterhin habe ich dann im Rahmen der DFG, der Senatskommission Biodiversität, mitbekommen, wie die DFG sich insgesamt zum Thema Datenmanagement aufgestellt hat. Auch da gab es große Runden und da ist mir sehr bewusst geworden, dass die Biodiversitätsforschung einen ganz schönen Vorsprung hatte. Ich will nicht sagen international, aber in jedem Falle national. Und wenn man sich jetzt fragt, woher kommt das eigentlich? Warum war die Biodiversitätsforschung da relativ früh unterwegs? Ich glaube, das liegt schlicht daran, dass es in Deutschland viele Möglichkeiten für Verbundprojekte gibt. Und dass Biodiversitätsforscherinnen und Biodiversitätsforscher das gerne annehmen, weil ökologische Systeme so komplex sind, dass man das mit vielen machen muss. Und dann entsteht natürlich der Bedarf für einen Datenaustausch. Ganz in den Anfängen war es so, dass die Ökologinnen und Ökologen selber an den Datenbanken rumgeschraubt haben. Und irgendwann ist ihnen dann aufgefallen, dass Informatikerinnen und Informatiker das eigentlich besser können. Und das war so ein bisschen die Grundidee, glaube ich, von GF Bio damals. Dieses Projekt hat das Feld bereitet, hat die Leute zusammengebracht und dann am Ende auch zusammengeschweißt. Und jetzt, dank neuer Förderungsmöglichkeiten und auch dem Aufwachen auf Bundesebene, dass Datenmanagement wirklich essentiell wichtig ist, gibt es NFDI for Biodiversity und professionalisiert das Ganze am Ende für den Erkenntnisgewinn und für den Erhalt der Artenvielfalt. Ich wünsche Ihnen und euch eine ganz wunderbare Jahreskonferenz. Herzlichen Dank.